Vom amerikanischen Schulbus zum Lifestyle-Wohnmobil. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute passiert für uns etwas richtig Spannendes. Wir fahren jetzt mit dem Skooli nach Telgte und treffen uns da mit dem WDR, mit dem Filmteam. Wir wollen ganz gerne einen kleinen Bericht machen über unseren Skooli. Und da bin ich mal gespannt, wie das alles so wird. Komm einfach mal mit. Guck mal, der kleine Dackel. Guckt auch noch. Okay, danke. Gerne. Dann mache ich die erste sogar situativ. Ich fange auf die Tafel. Okay, guck das so schön. Ja, man muss das immer ein bisschen festhalten, damit die Flamme nicht wieder ausgeht. Okay. Super. Gut. Was war der engste Raum, den ihr bis jetzt so filmen musstet? Ja, hier. Okay. Also ich würde jetzt dich einfach fragen, so dass du ja jetzt so dein, also ich will jetzt nicht unbedingt ein zweites Fass aufmachen mit dem Blog, so, dass, ne, aber schon, dass du, also ich will auch nicht fragen, bist du für die Deko zuständig, weil das ist eine total bescheuerte Frage. Ja. Ich habe eine Frage. Darf ich die sagen? Ja. Ist das Camping oder Glamping? Glamping! Sehr schön. Ja.
geguckt habe. Mach doch mit dem Ärmel, ist auch gut. Ja, mach mal. Und schön mit dem Gesicht nah an die Linse. Was noch machen? Kannst du das machen, dass man dein Mikro auch noch sieht? Bitte? Kannst du das so machen, dass man dein Mikro auch noch sieht? Dann muss ich meine Maske aufmachen. Ja, ist weg. Soll ich oder? Ja, mach mal ruhig. Okay. So immer passt's. Ja. Immer wieder. Nein, ich glaube, es immer wieder. So, und jetzt stehen wir wieder hier in Telgte. 3,5 Stunden das Ganze gedauert. War gespannt, was draus wird. Es hat aber auch irgendwie richtig Spaß gemacht. Nettes Filmteam, nette Redakteurin. Sollen jetzt 2,5 Minuten werden. Ich bin echt gespannt. Da das Video hier jetzt nach der Ausstrahlung online gegangen ist, findest du unten in der Beschreibung den Link zu unserem Beitrag beim WDR. Ich bin gespannt, wie du das findest. Post es doch einfach unten in den Kommentaren. Und wenn du jetzt wissen willst, wie es weitergeht mit unserem Skooli oder du auch Interesse hast an weiteren Stellplatztipps, einfach meinen Kanal abonnieren und dann bleib dran.